Evropska unija menja metodologiju proširenja. Evropski parlamentarci pokušali su da pomognu u sređivanju izbornih uslova u Srbiji, za neke uspešno, za neke ne. O svemu ovome razgovaram sa ambasadorom države koja je jedan od lidera Evropske unije i države odakle su u našu zemlju stigle brojne investicije. Moj gost je ambasador Nemačke u Srbiji, Tomas Šib. Gospodine Šib, dobrodošli u Niš i u studiju Južnih vesti. Da krenemo od najsvežih događaja. To je poseta evroparlamentaraca i skorašnji izbori u Srbiji. Glavni zaključak ove poslednje posete je da je sloboda medija i dalje glavni problem i da je to problem i za regularne izbore. Da li delite mišljenje vaših kolega iz Evropske unije? Ja, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments waren jetzt gerade hier zum vierten Mal, dreimal vorher haben sie den Dialog geführt. Sie sind dabei oder sie haben versucht, einen Dialog zu ermöglichen zwischen Regierungsparteien auf der einen Seite und den maßgeblichen Kräften der Opposition auf der anderen Seite. Wie Sie sagen, ich glaube, man hat da Fortschritte gemacht. Mhm. Wir hatten auch die Gelegenheit, mit den europäischen Parlamentariern zusammenzutreffen jetzt am Ende ihres vierten Besuchs. Und sie sprachen von, naja, es hat sich was getan, da ist sicher noch einiges zu machen. Einige Dinge haben sich verbessert, was die Arbeit im Parlament anbelangt, zum Beispiel auch im Bereich der Medien, etwa was REM, diese Aufsichtsbehörde für elektronische Medien anbelangt. Da hat sich was getan, aber da ist sicher noch mehr machbar. Mhm. Und wie man weiß, die Opposition, Allianz von Serbien, für Serbien, PSG, sagen ja weiterhin, es reicht nicht. Ja, wir bleiben beim Boykott. Mhm. Finden, dass grundsätzlich jedenfalls ein Boykott letztlich nicht die Lösung ist. Mhm. Aber natürlich müssen die Bedingungen stimmen für freie und faire Wahlen. Und wir hoffen sehr, dass die Zeit, die jetzt noch da ist, bis zu den Wahlen, wie es aussieht, ja Ende April, dass die genutzt wird, um da weitere Verbesserungen zu ermöglichen, auch im Medienbereich. Und dass es dann gelingt, möglichst viele politische Kräfte, Parteien dafür zu gewinnen, sich an den Wahlen zu beteiligen. Vratit ću se na moje pitanje konkretno. Imali uslova za slobodne izbore ako su mediji zatvoreni, kao što je rekla i poslanica Tanja Fajon, europarlamentarka iz Brisela i Slovenije? I kako je u Nemačkoj? Imali opozicije u mainstream medijima u toku i u predizbornoj kampanji i generalno? Ja. Ja, es ist natürlich ist es wichtig, dass alle politischen Kräfte die Möglichkeit haben, den Zugang zu den Medien, wie Sie sagen, zu den Mainstream-Medien. Das ist natürlich auch in Deutschland immer ein Thema, wobei da kann man sagen, ist das sicher gegeben. Wir haben einen gut funktionierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm. Der ja unabhängig ist, ja, und der auch eine Plattform ist für die politischen Kräfte, auch die der Opposition in Deutschland, sich Gehör zu verschaffen. Mhm. Ja, ich meine, es gibt, wie Sie wissen, die EU-Kommission hat hier die Situation beobachtet, die Situation sehr genau. Die OSZE tut es, der Europarat. Da werden Empfehlungen ausgesprochen. Die europäischen Parlamentarier haben sich hier selber ein Bild verschafft. Ich glaube, es ist relativ klar, wo Verbesserungen noch erforderlich sind. Und wie gesagt, wir hoffen sehr. Ich glaube, das ist relativ klar jetzt, wo die Defizite sind und wo es Verbesserungsbedarf gibt. Und ja, hoffen natürlich sehr, dass man da weiterkommt. Ja. Pomenuo sam već poslanicu Fajon i neki njen utisak posle ove poslednje posete je bio da u Srbiji postoje dva paralelna sveta, dve istine, da tako kažemo. Da li je to negde i vaš utisak? Vi ste godinu i po dana ovde na funkciji u Srbiji. Da li vi mislite da postoje neka dva paralelna sveta, da jedan je svet neki koji pričaju režimski mediji i vlast, a drugi je ono na šta se žali opozicija?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was Frau Fayon mit den Parallelwelten gemeint hat. Ich meine, ich kann nur sagen, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren hier in Serbien und ich meine, man beobachtet schon, dass sagen die Auseinandersetzung in den Medien, die politische Diskussion eben sehr, sehr polarisiert ist. Ja, die Medien sozusagen, man hat das Gefühl, sie sind entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Und das ist natürlich ein bisschen, das ist nicht gut, weil das den Dialog einfach erschwert. Dann von wegen, also wenn du nicht auf meiner Seite bist, dann bist du automatisch gegen mich. Ich glaube, und die Erfahrung können wir vielleicht teilen, dass es eben wichtig ist, eine sozusagen eine Debatte zu führen, in der man sich eben auch gegenseitig zuhört. Mhm. Ja, und nicht sozusagen immer nur seine eigene Meinung sich bestätigen lassen will, sondern dass man bereit ist, sich auf eine objektive, ergebnisorientierte, aber auch nicht keine Diskussion sozusagen einzulassen. Da ist, finde ich, hier schon, kann man glaube ich sagen, dass die Situation hier in den Medien eben doch relativ polarisiert ist. Mhm. Ja, und dass man versuchen sollte, zu einem etwas anderen Ton zurückzufinden. A kako vam se čini retorika u parlamentu, u srpskom parlamentu, u Narodnoj skupštini i da li tamo primećujete polarizaciju? Mislim, sada je možda to i teško s obzirom da jedan deo opozicije bojkotuje i parlament, ali kako vam se čini tamošnja retorika i debata? Da li uopšte postoji? Ja, ganz wichtig, dass das Parlament die Rolle wahrnimmt, die es in einer parlamentarischen Demokratie spielen sollte. Und das heißt, offene, auch durchaus kontroverse, durchaus auch in der Sache harte Auseinandersetzung. Und das sagen wir auch, die politische Auseinandersetzung, die sollte eben möglichst vor allen Dingen auch im Parlament stattfinden. Deshalb ist es so wichtig, dass die Opposition im Parlament vertreten ist. Aber auch da, und da verweist auch der letzte Länderbericht der EU-Kommission ja darauf, dass die Arbeit, wie ein Parlament arbeitet, da muss man natürlich auch sehr genau hinschauen, ja, dass sozusagen die Opposition auch entsprechend Möglichkeiten hat, sich zu äußern, indem man Debatten ansetzt, wo eben auch die Nichtregierungskräfte zu Wort kommen. Und ich, wie gesagt, das beobachten wir natürlich, aber ich glaube, diese Messages, diese Botschaften sind zumindest angekommen und man ist derzeit bemüht, die Arbeit des Parlaments zu verbessern, indem man die Möglichkeit schafft, mehr Debatten zu ermöglichen, indem man weniger Gesetze irgendwie sozusagen da schnell durchwinkt, sondern die Gesetze dort diskutiert, nämlich mit dem Ziel, sie immer noch zu verbessern. Und das Parlament hat eben die Regierung ist dem Parlament rechenschaftspflichtig. Und das Parlament sollte diese Aufgabe eben auch wahrnehmen. Und deshalb kann ich nur sagen, ganz, ganz wichtig, die Rolle des Parlaments. Nur deshalb ist es eben wichtig, dass die Opposition im Parlament auch mitarbeitet. Allerdings, in der Tat, müssen dann die entsprechenden Bedingungen natürlich auch erfüllt sein. Und da gibt es auch eindeutig, also sehr klare Empfehlungen wiederum von ODIHR, OSZE, der EU-Kommission und so weiter. Also es gibt genug Vorgaben oder Empfehlungen, an die man sich halten kann, um die Arbeit dort noch zu verbessern. Vi kažete da opozicija treba da bude u parlamentu da bi se razvila debata. Oni danas nisu tamo, a evo prema najavama jedan deo opozicije neće ni biti. Mislim na Savez za Srbiju, koji su najavili bojkot izbora i verovatno se i posle izbora neće naći u parlamentu. Moje pitanje za vas je, mogu li izbori biti legitimni s obzirom na to da jedan deo opozicije bojkotuje izbore? Naja, also es wird daran gearbeitet, die Bedingungen für freie und faire Wahlen sicherzustellen, ein sozusagen sogenanntes Level Playing Field zu ermöglichen. Und wir unterstützen das nach Kräften. Wir hoffen auch sehr, dass es dann bei den Wahlen zu einer breiten Beteiligung kommt. Das tun wir in Deutschland ganz genauso. Ja. Mhm. Selbstverständlich ist es wichtig, dass sich möglichst viele auch beteiligen an den Wahlen, dass sie ihre Stimme abgeben.
Und ja, wir hoffen, dass sich da die Dinge noch weiter positiv entwickeln. Ich meine, es wird ja auch so sein, dass die Wahlen, also wir gehen davon aus, dass es eine Wahlbeobachtermission der OSZE bzw. ODIHR geben wird. Ja, das, da gibt es die Vorbereitungen, sind gab ja schon eine Needs Assessment Mission in Serbien, die mal geschaut hat, was da der Bedarf ist. Und ich glaube, das ist in Vorbereitung. Das heißt, dass dann, wie diese Mission genau ausgestaltet sein wird, das wird man sehen. Aber wir gehen davon aus, dass dass es hier eine umfassende internationale Wahlbeobachtung dann, wie es aussieht, am 26. April geben wird. Kako ćemo mi svi da znamo, i vi u diplomatskom koru, i mi građani, i novinari, znati da je bojkot uspeo? Ako, pošto opozicija ga najavljuje, koji su to merila, kako ćemo mi znati bojkot je uspeo, a ako se izbori priznaju kao legitimni, da li će on uopšte da uspe onda? Da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Wie gesagt, wie ich schon sagte, wir sagen, dass ein Boykott grundsätzlich keine gute Lösung ist, ja, aus den genannten Gründen, weil wir sagen, die Opposition, die politische Opposition hat eine ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen und diese Rolle sollte sie im Parlament spielen. Natürlich müssen die Bedingungen erfüllt sein für freie und faire Wahlen und darum geht es noch und jetzt muss man die Zeit, die noch bleibt, wie gesagt, nutzen, um diese Bedingungen noch weiter zu verbessern. Und deshalb möchte ich jetzt gar nicht spekulieren, wann ist ein Boykott erfolgreich oder nicht. Ja, also idealerweise sollte es eben keinen Boykott geben, wenn die Bedingungen stimmen. Ja. U poslednjih nekoliko izbornih ciklusa imali smo situaciju da je nekoliko dana pre samih izbora predsednik Srbije i pre svega Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić odlazio u Berlin kod Angele Merkel, odakle je donosio neku vrstu podrške. Na jednoj završnoj stranačkoj konvenciji gost Srpske napredne stranke je bio Gerhard Schröder. Da li to možemo da tumačimo kao podršku Nemačke Srpskoj naprednoj stranci i Vučiću u ključnim trenucima izborne kampanje? Also ich kann dazu nur sagen, wir haben, also es geht jetzt nicht um Wahlkampfunterstützung, sondern es geht darum, und das wurde ja vom Präsidenten angekündigt, dass es wohl ein Treffen geben wird. Und ich meine, es gibt jetzt gerade sehr viele Themen, die zu besprechen sind. Sie erwähnten das ja schon, sozusagen die neue oder Vorschläge zur neuen Methodologie zum EU-Beitrittsprozess. Dann natürlich auch das große Thema Normalisierungsdialog Kosovo-Serbien. Jetzt nach der Bildung der Regierung in Pristina endlich ist sozusagen jetzt die große Frage, wann kann der Normalisierungsdialog wieder beginnen? Und Deutschland und unsere Partner in der EU und wir wissen auch, die Amerikaner sind eben sehr dafür, dass dieser Dialog möglichst rasch jetzt wieder aufgenommen wird. Also ich will nur sagen, es gibt viele Themen, die jetzt auch auf Chefebene im serbisch-deutschen Verhältnis dringend besprochen werden sollten. Und dazu wäre sozusagen ein derartiges Treffen natürlich eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Da li je neophodno da se taj sastanak održi baš nekoliko dana pred izbore, što je bio slučaj ranijih godina? Also dazu kann ich nichts sagen. Das sind die Terminvereinbarungen, die haben wir hier in der Botschaft nicht in der Hand. Das kann ich nicht sozusagen kommentieren, aber ich kann eben nur noch mal sagen, wir haben auch das Thema EU-Erweiterung, da wird es sozusagen jetzt im März um die Frage gehen, wird es diesmal gelingen, die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien zu eröffnen und die Frage Wiederaufnahme des Normalisierungsdialogs. Also das sind schon jetzt, wie soll ich sagen, pressing issues, die auch möglichst zeitnah jetzt besprochen werden sollten. Zato ćemo malo i o tim temama sada. Trebalo bi, ako sam dobro informisan, da se ta nova metodologija prezentuje u Zagrebu na samitu i konkretno pitanje je šta se tu menja za Srbiju i za njeno pristupanje Europskoj uniji?
Also ich gehe davon aus, dass diese Vorschläge zur Anpassung der Methodologie vorher schon vorgestellt werden in Brüssel, dem Rat, und das wird bald geschehen. Mhm. Daher, wie erwähnt, ist da auch jetzt ein gewisser Gesprächsbedarf. Ja, wir sind mit diesen Vorschlägen, also das höre ich, wir finden, dass die Kommission da ihre, wie man so sagt, ihre Hausaufgaben gemacht hat. Es ist ja das Bemühen, die sogenannte Methodologie, also das Verfahren der Beitrittsgespräche effizienter zu gestalten, transparenter zu gestalten, auch den Mitgliedstaaten vielleicht noch eine noch größere Rolle dabei zu geben. Und nach unserer Einschätzung gelingt das mit den Vorschlägen der Kommission. Ich meine, man muss natürlich sagen, wir haben auch in der Vergangenheit ja die sogenannte Methodologie immer wieder versucht zu verbessern. Ja, das ist ja nichts, was wir jetzt jahrelang nicht gemacht haben, sondern hatte versucht, das Ganze auch im Lichte der Erfahrungen, die wir mit den Gesprächen gesammelt haben, diese Verfahren zu verbessern. Und am Ende glauben wir nicht, dass die jetzige Methodologie eigentlich völlig in Ordnung ist. Sie muss halt nur richtig angewandt werden. Und dazu ist politischer Wille erforderlich. Und deshalb ist es ganz entscheidend. Also natürlich muss die Methodologie gut sein, aber mindestens genauso wichtig ist, dass sie dann auch genau implementiert wird. Ja, und das ist vermutlich entscheidend. Mhm. Und vielleicht kann ich eben nur sagen, dass wir hoffen, ja, dass es jetzt durch, also das ist zunächst mal, es ist ja nur ein Vorschlag, der wird in Brüssel diskutiert von den 27 EU-Mitgliedsländern und die müssen sich dann auf diesen Vorschlag einigen. Und wir hoffen sehr, dass das geschieht und dass das dann auch ermöglicht, die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien zu eröffnen, weil wir sagen, beide Länder haben das verdient. Das ist auch zunächst mal nur die Eröffnung eines langen, schwierigen Prozesses. Aber das ist ein wichtiges Signal auch für die ganze Region, für die Länder des westlichen Balkans, die eben Richtung oder die EU-Mitglied werden wollen. Insofern dann auch ein positives Signal an Serbien, ja, sozusagen, ja, es geht weiter, die europäische Perspektive, die wird auch dadurch ja bestätigt für die Länder des westlichen Balkans. Und im Übrigen sieht der Vorschlag der Kommission ja vor, dass sozusagen Serbien entscheiden kann. Entweder Serbien bleibt bei der bisherigen Methodologie, beim bisherigen Verfahren, oder aber Serbien sozusagen übernimmt das, aber das ist sozusagen Sache Serbiens. Ono što je običnom čoveku, građaninu Srbije najbitnije u celom procesu pristupanja je brzina. To je ono što svi pitaju kad će i to traje kod nas već od 2000-te, na ovom je već 20-ta godina. Da li novom metodologijom, ukoliko je Srbija prihvati, može da se očekuje ubrzanje procesa i da ta 2025. godina zaista bude godina kada će Srbija postati članica Europske unije? Ja, also ich würde, wir haben immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Nennung von klaren Jahreszahlen, ja, weil es ist halt klar, es am Ende liegt es ja vor allen Dingen am Beitrittskandidaten selbst. Ja, wir, die EU-Kommission, die EU-Mitgliedsländer, wir unterstützen die Beitrittskandidaten auf diesem Weg. Aber am Ende sind es die Beitrittskandidaten selbst, die bestimmen, wie schnell sie vorankommen auf dem Weg. Und ist das, der Ansatz sieht ja vor, der alte wie der möglicherweise neue, dass letztlich entscheidend für die Geschwindigkeit ist, wie rasch man im Bereich Rechtsstaatlichkeit vorankommt. Ja, das sind die sogenannten Kapitel 23, 24. Da geht es Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz, Korruptionsbekämpfung, Freiheit der Medien. Und da ist es letztlich in der Hand der Beitrittskandidaten. Und je schneller, je besser sie da arbeiten in dem Bereich, desto schneller kommen sie auch voran. Ja, und wir versuchen es, die Kandidaten dabei nach Kräften zu unterstützen. Und insofern, es ist jetzt schwer zu sagen. Ja, wir würden uns auch wünschen, dass das Ganze schneller geht, ja, dass Serbien schneller vorankommt.
Und wenn Serbien in bestimmten Bereichen da mehr tut, dann ist, glaube ich, sind die Aussichten auch gut, dass es dann schneller geht. Pomenuli smo da dosta toga zavisi od same zemlje koja želi da postane član Evropske unije, u konkretnom slučaju Srbije, a mi vidimo da se Srbija poslednjih godina dosta se sarađuje sa Rusijom i sa Kinom, pre svega oko kupovine oružja, pojedinih investicija, pa i pristupanjem ovoj ekonomskoj zajednici Evroazijske unije. Kako Nemačka gleda na tu saradnju i da li je po vama Srbije i dalje čvrsto na tom evropskom putu? Ja, ich meine, wichtig ist ja zu sagen, dass diese Kooperation mit Partnern weltweit, das ist irgendwie kein Nullsummenspiel. Ja, nur wenn man sozusagen mit der einen Seite weiter mit den Europäern mehr zusammenarbeitet, muss man nicht weniger mit Russland oder China zusammenarbeiten. Ich meine, auch Deutschland arbeitet mit Russland zusammen, auch wenn Russland derzeit ein schwieriger Partner ist, arbeitet mit China zusammen. Gleichzeitig sind wir EU-Mitglied, NATO-Mitglied, das sind ja zunächst mal auch gar keine unbedingt Widersprüche. Ja. Also insofern, Serbien ist natürlich frei, mit anderen Ländern auch intensiv zu kooperieren. Es kommt eben, und das ist dann, glaube ich, schon irgendwie, auch das ist ein Prozess, ja, dass man, wenn man am Ende dann Mitglied im Club der Europäischen Union werden will, dann muss man eben auch sozusagen alle Regeln erfüllen. Und die Europäische Union hat eben auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Da ist es dann eben auch wichtig, dass Serbien irgendwann, und Serbien macht ja auch da durchaus ja Fortschritte, aber dass Serbien dann eben auch hinter dieser gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik steht. Ja, und wir haben zurzeit ist das Verhältnis zu Russland wegen Krim, der Annexion der Krim nicht einfach oder schwierig. Da gibt es Sanktionen der Europäischen Union. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass Serbien damit, aber das ist im Moment ja auch nicht das Thema. Ja, die EU verlangt jetzt nicht von Russland, von Serbien, sich diesen Sanktionen anzuschließen. Aber am Ende gehört eben zu einer vollen EU-Mitgliedschaft dazu, dass Serbien eben auch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik unterstützt. Aber eben nochmal, wir wollen uns da jetzt gar nicht so drauf einlassen. Ihr dürft sozusagen mit denen nicht, weil er mit uns, darum geht es nicht. Das ist sozusagen nicht der Punkt. Ja. Nemačka je jedan od najvećih investitora u Srbiji, na jugu zemlje konkretno rade dve velike, to jest možemo da kažemo i tri kompanije, Leoni, Gramer i Lidl. Ima li šanse da velike nemačke kompanije poput Volkswagena ili Adidasa dođu u Srbiju, pa čak i na jug zemlje? Ja, ich bin ja nicht Vertreter von Adidas oder Volkswagen. Ich würde es mir als deutscher Botschafter hier unbedingt natürlich wünschen, dass diese Unternehmen auch nach Serbien kommen und vielleicht auch hier eher in den Süden. Ich meine, da kann ich nur sagen, das hat sich jetzt sehr positiv entwickelt, entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Es kommen immer mehr deutsche Investoren nach Serbien. Mhm. Als ich kam vor anderthalb Jahren, hieß es, sie haben 48.000 Arbeitsplätze geschaffen. Jetzt ist die Zahl schon auf über 62.000 angewachsen, über 400 Unternehmen. Wir sind größter bilateraler Handelspartner. Die Investitionen seit 2000 belaufen sich jetzt, glaube ich, mittlerweile auf 2,3 oder 2,4 Milliarden Euro. Das ist schon nicht wenig. Und ganz positiv ist eben auch, dass einige Unternehmen jetzt zunehmend auch sozusagen Arbeitsplätze für höher qualifizierte Arbeitnehmer einrichten, Research und Development, also Entwicklungszentren, die dann Beschäftigungsmöglichkeiten auch für Ingenieure und für IT-Experten schaffen. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Und wir seitens der Botschaft versuchen das natürlich irgendwie weiterhin nach Kräften zu unterstützen, diese Entwicklung.
Nadamo se da će ih biti više, ali ima i puno mladih iz Srbije, pa i onih malo starijih koji svoju sreću i svoj posao traže u, baš u Nemačkoj. I zbog toga odlaze iz zemlje. Kako sprečiti te migracije koje su aktuelne posljednjih godina? Ja, das ist ein, ich gebe zu, ein schwieriges Thema. Ja, ich glaube, man kann ja, wir wollen, können ja junge Leute, ambitionierte Leute, neugierige Leute auch nicht davon abhalten, vielleicht sich woanders auch umzusehen und nach Deutschland zu kommen. Und ja, Deutschland braucht nicht zuletzt, braucht qualifizierte Arbeitskräfte in vielen Bereichen. Und ich gebe zu, das ist auch ein gewisses Dilemma. Ja, dass auf der einen Seite braucht, wie gesagt, Deutschland qualifizierte Arbeitskräfte, auf der anderen Seite braucht auch Serbien qualifizierte Arbeitskräfte. Und wichtig, auch hier in diesem Land Perspektiven zu schaffen, damit die Leute hier bleiben und ihre und das Land eben nicht verlassen. Und da bin ich auch so ein bisschen sozusagen in einer gewissen Zwickmühle. Aber wir müssen beides tun. Ja, wir versuchen eben, indem wir die deutschen Unternehmen ermutigen, hier zu investieren, hier Zukunftsperspektiven zu schaffen. Wir machen das auch im Rahmen der deutsch-serbischen Entwicklungszusammenarbeit, ja, wo wir und also die implementiert wird, vor allen Dingen durch die GIZ und die KfW. Auch da versuchen wir, Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, gerade auch für Jugendliche. Ja, wir unterstützen den Start-up-Sektor. Wir versuchen, die Digitalisierung zu unterstützen. Uns ist auch bewusst, und auch da ist Deutschland, hat da viele gute Erfahrungen gesammelt, dass das für das wirtschaftliche Rückgrat eines Landes gerade die kleinen und mittleren Unternehmen so wichtig sind. Und auch da versuchen wir, Unterstützung zu leisten und dann auch immer mit dem Ziel, den Leuten, den jungen Leuten hier eine Perspektive zu schaffen. Und die Leute, die gehen, idealerweise sammeln die dann Erfahrungen in Deutschland, ja, verknüpfen sich, sammeln Kontakte und kommen dann auch wieder zurück. Und dann kann Serbien sozusagen von dieser Erfahrung und von diesem Fachwissen dann hier auch profitieren. Das mag im Moment noch nicht so, also da tut sich noch nicht so viel, wie wir das uns gerne wünschen würden. Aber das ist eben auch eine Baustelle, auf der ordentlich gearbeitet würde. Hvala vam na gostovanju i hvala vam što ste bili gost Južnih vesti. Ja. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.